So, es ist wieder Sommer. Die Temperaturen werden wärmer. Es ist jetzt schon hier bei uns über 30 Grad teilweise, wo wir gerade mal ja, Anfang Juni haben, wo ich das Video aufnehme. Und darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über das Thema effektives Training im Sommer. Was kann man tun, um trotz den Temperaturen, die wahrscheinlich dann noch weiter steigen werden, trotzdem noch irgendwie effektiv Sport machen zu können? Vor allem das Thema Laufen ist da immer wieder eine Frage, die wir bekommen bei Instagram, wenn es darum geht, hey, es ist aktuell schon übel warm, ich schwitze wie Sau und ich kriege meinen Puls nicht runter. Was soll ich tun? Erstmal zu dem Thema, es ist völlig normal, dass im Sommer, gerade wenn man irgendwie ja nicht unbedingt früh morgens, sondern spät abends laufen geht, da wo es halt heiß ist, dass dann der Puls einfach höher ist, weil man mehr schwitzt, weil der Körper dementsprechend mehr arbeiten muss, um sich zu kühlen. Das Herz schlägt einfach schneller und es ist ganz klar, dass dann vor allem die G1-Pace darunter leiden wird, dass man entweder eine viel höhere Herzfrequenz hat oder man einfach viel langsamer laufen muss, die Pace teilweise sogar um eine Minute abfällt. Das ist vollkommen normal, deswegen da jetzt schon mal vorab die Info, ne, durch, das ist normal im Winter, im Sommer, das einfach akzeptieren und die Tipps, die ich jetzt hier habe, die im Endeffekt einfach umsetzen. Tipp Nummer 1 ist da auf jeden Fall die Wahl der richtigen Trainingszeit. So, ich weiß, wenn man im Schichtdienst ist, ist das nicht immer einfach, ja, aber wie gesagt, haben wir auch schon mal gesprochen, Schichtdienst ist einfach halt scheiße, muss man akzeptieren und das Beste daraus machen. Wenn die Temperaturen wirklich, jetzt sind wir jetzt schon, also irgendwie mittags rum 30 Grad, pralle Sonne, oder vielleicht bald mit dem Hochsommer noch wärmer, dann kann man eigentlich nur früh morgens laufen gehen oder wirklich spät abends laufen gehen. Das sind die beiden einzigen Optionen, die man hat, weil hier die Temperatur ja einfach nicht so warm ist. Also morgens geht es ja noch, auch hier geht es morgens wirklich noch und abends kühlt es hier bei uns aktuell auch wirklich gut ab. Das ist angenehm. Da kann man gut durchlüften. Wenn man gut durchlüften kann, dann kann man auf jeden Fall auch laufen gehen draußen. Ist nicht immer möglich, ich weiß, aber das auf jeden Fall, wenn es möglich ist für dich, dass du es so umsetzen kannst, das auf jeden Fall machen. Mein persönlicher Tipp, also wenn das geht, ich würde lieber früh morgens laufen gehen als spät abends. Hängt damit zusammen, wenn du halt spät abends noch wirklich halt sehr spät, also kurz vorm Schlafen gehen sozusagen, also irgendwie 8 Uhr, und gehst vielleicht gleich um 10 Uhr schlafen, gehst dann eine Stunde laufen bis 9, gehst dann noch duschen, dann ins Bett. Würde ich persönlich nicht machen, hängt damit zusammen, Training, Cortisol, Stress geht hoch. Cortisol ist halt ein Gegenspieler von Melatonin und dann kann es sein, dass du halt schlecht einschläfst, zu spät einschläfst, scheiße, generell schläfst, dementsprechend nicht so gut regenerieren kannst. Deswegen dann lieber früh morgens, wenn das Ganze geht. Ansonsten schau halt spät abends, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Dann natürlich das Thema Kleidung. Also im Sommer sollte man natürlich nicht mit langen Sachen laufen gehen. Sollte mit leichten Sachen laufen gehen, die wirklich halt luftig sind. Vielleicht auch nicht unbedingt mit so einem Baumwoll-T-Shirt wie jetzt gerade hier, weil ja, das saugt halt Schweiß auf, ja, aber es ist dann halt alles sehr schwer und es ist nicht wirklich geil. Was du halt tragen solltest, sind leichte, atmungsaktive Sachen, die wirklich halt den Schweiß auch von der Oberfläche vom Körper, von der Haut wegnehmen und dann einfach abgeben. Also irgendwelche Mikrofaser-Geschichten, das ist mega wichtig. Dann auch nichts, was unbedingt so eng ist. Also ich persönlich mag das nicht. Wenn es gerade so heiß ist, alles noch so eng ist, alles irgendwo vielleicht so ein bisschen komprimiert, das ist nicht wirklich geil. In dem Fall lieber was etwas Weiteres nehmen, wo die Luft auch wirklich zirkulieren kann, wo die halt ein bisschen durch kann, wo die an den Schweiß und die ganze warme Luft halt ein bisschen mit rausbringen kann. Oder irgendwelche weiteren Sachen, vielleicht so ein Tanktop, wo der Wind wirklich mal komplett durchgehen kann. Gerade wenn du vielleicht ein bisschen Gegenwind hast, kommt das Ganze wirklich gut. Kappen sind auf jeden Fall auch extrem wichtig, auch Sonnenbrillen, gerade jetzt im Sommer. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du laufen gehst, du irgendwie vielleicht eine halbe Stunde in die Richtung gehst und dann eine halbe Stunde wieder zurück und auf der Hälfte halt immer die Sonne gegen dich hast. Und du guckst immer in die Sonne rein, deine Augen werden schon so klein, weil du halt, weil es einfach so blendet und du hast irgendwann im Gesicht den übelsten Sonnenbrand. Ne? Deswegen auf jeden Fall Kappe tragen. Und nicht nach hinten, sondern nach vorne und auch eine Sonnenbrille tragen.
Auch wegen Viechern jetzt hier im Sommer. Es fliegt alles Mögliche rum. Dir fliegt irgendeine Biene, irgendeine Wespe in die Augen, irgendeine scheiß Mücke, was auch immer. Das kann man alles mit einer vernünftigen Sonnenbrille kontern. Dementsprechend auf jeden Fall Sonnenbrille tragen, Kleidung tragen, die zirkuliert und vielleicht nicht unbedingt die dicken Baumwollsachen, sondern schön irgendwas Leichtes, Mikrofaser, eigentlich Mikrofaser, Polyester, so ein Kram, irgendwie künstlichen Fasern. Genau, dann nächster Punkt ist ein Klassiker, das Thema Trinken. Na klar, im Winter ist es auch extrem wichtig, sogar fast noch wichtiger, aber jetzt gerade im Sommer, wo wir einfach halt extrem viel schwitzen, sollten wir gucken, dass wir schon vor dem Lauf unsere Speicher wirklich füllen. Also vom vorher trinken, weil bereits so ein Flüssigkeitsmangel von 1,5% klingt jetzt nicht wirklich viel, aber der kann schon wirklich einen spürbaren, eine spürbare Minderung der Leistungsfähigkeit verursachen. Und wenn wir jetzt dann schon vorher, welchen Tag über schon noch nicht so viel getrunken haben und dann noch rausgehen in die Sonne, schwitzen, Schweiß verlieren, Elektrolyte verlieren und, dann kann das Ganze echt unangenehm werden. Und wir werden dann halt echt einbrechen von der Leistung her, auch von der Konzentration. Und das kann man vermeiden, indem man einfach vor dem Laufen, vor der Trainingseinheit, vor dem was auch immer, einfach ausreichend viel trinkt. Damit ich halt einen großen Schluck, vielleicht sogar irgendwie so eine Fruchtschorle, wo wir noch ein bisschen Zucker bei haben, ein paar Elektrolyte bei haben. Und dann passt das. Auch hier gilt grundsätzlich der Satz, wenn du weniger als eine Stunde trainierst und das Ganze eher Low-Level, dann musst du per se zwischendrin nichts trinken. Dann reichen deine eigenen, sage ich mal, körpereigenen Speicher dafür. Wenn du die Möglichkeit hast, die meisten haben diese Möglichkeit natürlich nicht, dass sie irgendwo, wenn sie laufen gehen, was trinken können. Wenn du das Ganze machen kannst, machst du auf jeden Fall. Es ist aber kein Muss und du wirst dann auch nicht sterben, wenn du heute mal eine Stunde lang nichts trinkst. Bei dann Einheiten, die über eine Stunde gehen oder halt wirklich sehr, sehr intensiv sind, wie zum Beispiel jetzt ein intensives Intervalltraining mit langen Intervallen auf der Tartanbahn, da macht es auf jeden Fall Sinn, was zu trinken und auch Elektrolyte in Form von Tabletten oder Pulver oder Gels hinzuzufügen. Es gibt da aus der Apotheke Tabletten für, Pulver für. Du musst da nicht unbedingt dir diese Mischung holen von Amazon, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Energy-Mischung halt, wo du halt die so ein Getränk machst. Das Problem ist nämlich dabei, dass da oft große Mengen auch an Zucker bei sind, was eigentlich auch okay ist, weil die sind im Endeffekt dafür da, dass wenn du wirklich lange, lange Belastungen hast, du damit deine Energiespeicher wieder auffüllen kannst, kurzzeitig. Ne? Macht aber bei solchen Einheiten eher wenig Sinn, deswegen da lieber auch wieder hier so eine klassische Fruchtschorle ist da völlig ausreichend, irgendwie Apfelsaft mit Mineralwasser gemischt und so oder irgendwas anderes. Das kann man da auf jeden Fall nehmen und sich mitnehmen, wenn man irgendwo auf der Tata mal laufen ist, irgendwo hinstellen. Ich habe das zum Beispiel auch mal gemacht, da bin ich in Berlin auf einen Tempelhofer Feld einen Halbmarathon gelaufen, es war auch brutal warm. Ich habe mir da irgendwo einfach dann eine Flasche Wasser hingeworfen ins Gras mit ein bisschen was drin. Eine Runde war 5 Kilometer und dann hat jedes Mal kurz angehalten, was getrunken, weitergemacht. Funktioniert ohne Probleme auf der Tata mal sowieso, dementsprechend mit sowas einfach arbeiten. Genau, letzter Tipp ist das Thema Indoor-Trainingsoption. Wie gesagt, wenn du im Schichtdienst bist zum Beispiel, kannst du halt nicht immer die Tageszeit aussuchen. Und da macht es halt Sinn und aber auch an wirklich besonders heißen Tagen, wo es gleich mal wirklich über 35 Grad ist, keine Wolke am Himmel, die Sonne knallt ohne Erbarmen runter. Da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man auch das Ganze Indoor macht in einem Fitnessstudio. Und hier kann man dann auch mal auf Alternativen ausweichen. Man kann rudern zum Beispiel. Rudern ist mega gut für GA2, für Intervalle, für Kraftausdauergeschichten. Das kann man da super machen. Fahrrad ist auch super für GA1. Kann man perfekt darauf machen, ist gelenkschonend. Ansonsten kann man halt auch schwimmen gehen, bin ich auch ein großer Fan von, ist halt sehr technisch, muss man können, gerade kraulen ist halt echt technisch, aber als Ausgleich, als vielleicht sogar als aktive Erholung, kann man das Ganze auch super machen, draußen im Freibad, da halt ein bisschen aufpassen mit der Sonne, aber auch Indoor, wenn es geht, Möglichkeit. Ansonsten natürlich auch das Laufband, bin ich kein großer Fan von, wisst ihr alle, aber in so welchen Fällen, wenn es halt gar nicht anders geht, dann kann man auch sowas machen, ne? Dementsprechend
Das sind unsere Tipps. Ich denke mal, für die meisten sind die sehr einfach umsetzbar. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal einen schönen Sommer. Wenn du Fragen hast zu dem Ganzen, einfach gerne bei uns melden. Wir machen ja auch eigentlich dreimal die Woche bei Instagram so Q&As. Öfters auch mal Lives. Von daher einfach dann uns folgen bei Instagram, PPF Germany. Und dann deine Fragen stellen über die Möglichkeiten oder einfach anschreiben oder hier kommentieren. Und dann bekommst du auf jeden Fall eine Antwort. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hau rein.